Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ich suche hier eine Luke. Hier müsste irgendwo eine Luke sein, die uns in den Lagerraum lässt. Eine Luke, die offen war, ist nicht die richtige gewesen. Ich habe keine Ahnung, welche richtig sein könnte. Ich glaube, da drüben ist nichts mehr, oder? Kann ich da noch hatschen? Bäh. Platsch, das war so klar hier. Wo ist denn das, bitte? Huch. Das gibt's ja nicht. Es gab bisher nur eine, ne? Und die führte in den Raum zum Captain. Das gibt's ja nicht. Das muss ja... Kann ich das? Doch, ich kann wieder hoch. Nehme ich die hier. Die führt... Okay, das sind zwei. Da, jetzt habe ich sie. Da ist der Lagerraum. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles okay. So. Fein. Gut, Lagerraum. Hier müsste doch irgendwas gelagert sein, was wir von, also was für uns für wert sein. Von wert sein könnte. Ah, da schau mal. Eine Tinktüre. Dann Kupferdraht. Wieder ein leeres Fläschchen. Meine Reise nach Pattison. Ein Rückblick. Der dritte Teil. Okay, da haben wir den dritten Teil. Von Anton Sokolov, Kapitel 15. Im Morgengrauen zog ich mit der Gruppe los, die sich nach Osten aufmachte und aus zwei anderen Naturphilosophen und vier Besatzungsmitgliedern bestand. Mit unseren Schwertern kämpften wir uns durch die dichte Vegetation und erklommen langsam einen steilen Anstieg ins Landesinnere. Wir wollten Proben der hiesigen Pflanzenwelt für unsere Herbarien sammeln. Ich selbst fand einige Blätter und Stängel und machte reichlich Notizen zu mehreren Pflanzenarten, die womöglich noch nie ein Mensch zuvor zu Gesicht bekommen hatte. Als der junge Mr. Grevant von der Akademie auf einmal wie wild zu hüpfen und zu schreien begann, er hatte einen unglücklichen Schritt getan und war mitten in einen Schwarm aggressiver, ameisenartiger Tiere getreten, die sogleich vom Boden aus über ihn herfielen. Es waren so viele kleine Angreifer, dass er nach nur kurzer Zeit vollkommen mit ihnen bedeckt war. Schließlich schafften wir es, ihn von den Insekten zu befreien, nicht ohne selbst zahlreiche schmerzhafte Bisse davonzutragen. Mr. Gravett dagegen erlitt so viele Bisse oder Stiche, wie ich später feststellte, dass er kaum wieder zu erkennen war. Sein ganzer Körper war bis zur Unendlichkeit, bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen. Er jammerte wie ein kranker Ochse und starb, noch bevor wir ihn zurück zum Strand geschafft hatten. Glücklicherweise hingen noch einige der Tiere an diesem Leichnam, sodass wir ein paar Exemplare zur Verfügung, sodass mir vor allem ein paar Exemplare zur Verfügung standen. So, jetzt habe ich es richtig. So, Entschuldigung. Also Kupferdraht, noch ein Kupferdraht. So. Draht, Kupfer. Haufen Flaschen. Kann ich wieder... Schleiche ich oder gehe ich? Ich gehe. Jetzt halt. Da, schau mal. Brandbolzen. Aha. Ich würde sagen... Ja, kann ich das nicht irgendwie... wegtun? Die Tür ist blockiert. Ja, aber kann ich denn nicht irgendwie... Ah! Sehr gut. Öffne die Kabinetttür. Okay. So. Was haben wir da? Achso, das war das Buch. Wieso sind die Flaschen hier alle leer? Hm. Naja, vielleicht kriegen wir ein paar Münzen, also vielleicht bekommt unser Captain ein paar Münzen fürs Leergut. So, und wo ist jetzt da das andere Dingens? Die Mäuse. Hm. Optional, warte. Mit J. Ziele, Missionshinweise. Ziele. Optional, finde den Schwarzhändler. Ja, das hätte ich gern.
In diesem Bezirk, bei dem du Munition und nützliche Materialien kaufen kannst. Also da müsste ich am Schiff sein, oder wie ist das so gemeint? Zwei Hände, aha. Entschuldigung, falsche Taste. Der müsste dann hier sein, ne? Zwei Hände. Symbol, das ausschaut wie zwei Hände. Jetzt ist es wirklich die Frage, ist er jetzt auf dem Schiff hier? Oder ist er dann da drüben in der Stadt? Wenn wir da rüberkommen tun. Aber wenn es schon optional heißt, dann müsste es doch schon jetzt sein, oder? Das heißt, ich muss mich mehr umschauen. Dann hat die da eventuell einen Schwarzhändler an Bord, ne? Langsam. Mäuschen. Aha, kleines Boot. Ich glaube mir, dass hier auf dem Schiff hier ein Schwarzhändler ist. Ehrlich gesagt. Wow. Hallo? Wenn, dann müsste es nur eine Person sein, die irgendwo herumschlendert. Was ist das? Karte. Dunwall ist so weit, weit weg. Ich bin bald zurück, Vater. Versprochen. Na, servus. Okay. Eine große Welt. Ich dachte echt da oben, also hier wäre vielleicht jemand, ne? Aber hier auf dem Schiff kann kein Schwarzmarkt-Typ sein, oder? Naja, wenn, dann habe ich ihn halt versäumt. Wir werden mit dem... Oder ich gehe mal speichern. So könnte ich es machen. Ich speichere mal. Sollte sich hier wirklich noch eine dritte Seele an Bord befinden, irgendwie ist es auch komisch, dass sie überhaupt kein Matrose oder so ist, ne? Dann, ja. Speichern auf jeden Fall mal. Also, speichern. Und zwar da. Und mit Jupp. Und zurück. Und fortsetzen. Und ja. Keine Ahnung. Wenn es hier so einen Schwarzmarkttypen gibt. Was haben wir da? Da ist was drinnen. Eine Hinige. Sollen wir das aufschlagen? Sollen wir das aufschlagen? Schauen wir mal, oder? Und jetzt? Getrockneter Blutfliegenpanzer. Münzen. Mehr war das jetzt nicht. Münzen. Echt. Ja. Okay. Sokolovs Notizen. Blutfliegen. Ich habe überlegt, ob ich es noch zu einem weiteren Buch bringe. Die Blutfliegenplage zusammen mit Grundinformationen zu Lebensdauer und Verhalten wäre ein exzellentes Projekt für einen alten Naturphilosophen wie mich. Blutfliegen sind exotische Insekten, anders als jede andere Spezies in Serkones. Ich vermute, sie stammen aus Panthysien. In Gruppen von drei oder weniger Individuen sind sie harmlos. Einzelne Exemplare greifen nicht an, was mich zu einer Vermutung bringt, dass jede von ihnen einen Geruch abgibt, der einen Kollektiveffekt auf größere Verbände hat. Blutfliegen werden von schnellen Bewegungen und Geräuschen angezogen. Ihre Nester können zerstört und der Schwarm damit zerstreut werden. Nester sind besonders anfällig für Feuer. Die Insekten benötigen frische Leichen zum Legen ihrer Eier, Pfui Teufel, die nach atemberaubend kurzer Zeit schlüpfen.
Mehr Leichen in einer zirkonischen Stadt, beispielsweise nach einer Krise oder Seuche, bedeutet auch mehr Blutfliegen. Interessanterweise werden Blutfliegen im letzten Abschnitt ihres Lebens wesentlich ruhiger. Sie verlassen den Schwarm, mausern sich und werfen ihre Flügel ab. Danach lebt jede ein Leben als Individuum. Sehr sonderbar. Aha. Ja. Ja, die Tinktur. Gesundheitselixier. Ich muss mal schauen, wie ich die nutzen kann. Meine Reise nach Bandysien. Die Rückkehr. Teil 1. Von Anton Sokolov. Einleitung. Einer meiner Kolleginnen besitzt eine atemberaubende Karte der bekannten Welt. Sie ist mit Schnörkeln und Seemonstern geschmückt und hat einen heiligen Platz über dem Kaminsims. Sie hat ein ansehnliches Sümmchen dafür ausgegeben und war höchst empört, als ich sie auf die zahlreichen Fehler darauf aufmerksam machte. Der größte Lapsus war sicherlich, Umfang und Position des Kontinents Pandysien. Ach, wie ich doch die Kartografie, passt schon, sich zu zeigen fürchten. Ich kann nicht lesen. Wie klein und weit entfernt unser Kaiserreich doch ist, verglichen mit dieser gewaltigen Landmasse. Als wäre Pandysien gerade in ein paar Tagesreisen von Aran entfernt. Dabei weiß doch jeder, erfahrene Kapitän, dass es Monate dauert, diese fremden Gestande zu erreichen. Ich hatte keine Zweifel, dass Pandysien reich an Rohstoffen war, doch wir müssen diesen Ort verstehen lernen, wenn wir uns seine unzähligen Schätze eines Tages zunutze machen wollen. Das waren meine Gedanken, als ich mich der Expedition anschloss, doch die Fahrt stand unter keinem guten Stern, wie sich herausstellen sollte. Und so kam es, dass am dritten Tag des Monats der Erde unter einem ruhigen, doch von Wolken verhangenen Himmel die prächtige Antonia Aquilo samt Captain und Mannschaft, Forschern und mir selbst, insgesamt waren wir 38, die Segel setzte und sich auf die grauenhafteste und beschwerlichste Reise meines Lebens begab. Super. Was haben wir da? Whiskyglas. So, Globus drehen. Ich vermisse Anton Sokolovs Lektionen. Er erschuf zu Mutters Lebzeiten so viele schlaue Dinge. Oh. Was haben wir denn hier? Anton Sokolovs Untersuchungsnotizen. Warum kann ein alter Mann nicht seinen letzten Jahren in einem warmen Klima verbringen, mit gutem Wein und würzigem Essen, ohne in ein Nest aristokratischer Schlangen zu geraten, die sich um das Herz des Kaiserreichs winden? Je mehr ich jene Woche erfuhr und das seit Monaten, desto mehr gerate ich ins Grübeln über die Strömungen, die unter der Oberfläche hier in Karanka fließen. Herzog Luca Abele und irgendein innerer Zirkel, dem anscheinend selbst Hauptmann Mortimer Ramsay von der Stadtwache von Dunwall angehört, planen eine Verschwörung, die mir Angst macht. Wie viele andere sind beteiligt? Sie richten ihr Gift gegen unsere geliebte Kaiserin, die junge Emily. So viel steht fest. Aber wann schlagen sie zu und wie? Wage ich es, nach einem Monat weitere esoterische Informationsfetzen zu sammeln, sie mit dem zu kombinieren, was wir schon wissen? Können wir uns überhaupt noch eine Woche leisten? Oder sollten Megan und ich heute Nacht nach Gristol aufbrechen und den undichten Kahn den Kanal hochsteuern? Corvo wird nicht zögern. Er wird handeln, sobald ich erzähle, was ich weiß. Doch wenn ich zu voreilig bin, könnte das sein Untergang sein. Wenn er in seine Heimat Serkonos zurückkehrt, ohne genaueres über die Sache zu wissen. Und dann gibt es noch diesen Kronenmeuchler. Wenn er Teil von Herzog Abeles Plan ist, was ich denke, wie lange wird es dann dauern,
bis die Dreadful Wall die Aufmerksamkeit des Herzogs auf sich zieht. Subi. Wahrscheinlich nicht allzu lange. Was haben wir denn da? Liebste Emily, oder sollte ich sagen, eure kaiserliche Majestät? Es gibt etwas, das Sie und Corvo so bald wie möglich erfahren sollten. Es geht um die Morde überall im Reich, begangen vom sogenannten Kronenmeuchler. Als ich Crystal vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes, vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaca habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Gezeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine Ihnen und Ihrem Vater entrissen wurde. Und nun könnten Sie es ebenfalls mit so etwas zu tun bekommen. Ich weiß, Corvo würde sein Leben für Ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Megan! Gehen wir, Sokolov, an einen abgelegeneren Ort. Scheiße, er wurde entführt. Oh nein, er wurde entführt. Scheißendreck. Wie kacke ist das denn jetzt bitte? Immer basteln, malen oder das Leben genießen. Das ist Sokolov. So ein Dreck. So, ich suche noch ein bisschen. Er ist entführt worden. Hoffentlich lebt er noch. Beziehungsweise... Wenn ich auf dem Landweg zum Eddermeier-Institut will, muss ich offenbar durch die Bahnstation. So ein Dreck. Der Kronenmeuchler war also Abeles Werkzeug. Die Morde waren eiskalt kalkuliert. Ob das vielleicht diese vermummte Gestalt war? Sie sind wach. Mortimer Ramsay. Ohne eine Ratte in der Stadtwache wäre der Putsch nie gelungen. Ich kenne Herzog Luca Abele nicht, aber Corvo sprach nur Gutes über seinen Vater Theodennis. Wir waren 2 Wochen auf See. Ich hoffe, Sokolov geht es gut. Wo er auch sein mag. Ja, ich hoffe es auch. Na super. Und die Delilah natürlich. Delilah. Meine Tante, sollte es wahr sein. Sie hat einen stark verzerrten Blick auf die Welt. Und die Blutfliege sind dieses Jahr schlimm. Ja. So, ich speichere jetzt nochmal. Na, kommst du bitte speichern tun? Jo, Spiel, speichern. Dahin. Bitte, ja. So, und fortsetzen. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt den Schwarzmarkt-Typen da, den Schwarzhändler, nicht versäumt habe. Na gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Karnaca. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden, Korruption, Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Eddermeyer-Institut. Von der Alchemistin Hypatia.
Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronmeuchler. Eddermeier. Na gut, sehe ich mir an. Der Kronmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Jawohl. Da ist ein Bild. Schau mal. Was macht das hier? Das ist Delilah. Da stimmt schon was nicht, oder? Ich dachte, das wäre jetzt was wert, aber niemand will das haben, ne? Niemand will das haben. Da ich gerade ein paar Sachen entdeckt. Das Blut des Hauses Abele. Was haben wir denn da? Kapitel 4, Einleitung. Dieses Kapitel beleuchtet Etinia Abele. Die Druchsis. Oh je, wie sagt man da? Von Culero. Truches? Sagt man das so? Truches? Truches vielleicht? Mit dem Schwert in der Hand fegte sie aufopferungsvoll die Plünderer aus dem Marschen und opferte ihr Leben für Serkonos. Lesen Sie über neue Einsichten in die Taten von Rabinos Abele, dem Erbauer der reich verzierten hölzernen Brücken von Sagunto. Erfahren Sie mehr über die Eroberungen und unter den Abeles, durch die Handelsrouten zu den anderen Inseln eingerichtet werden konnten, die dem Land neuen Reichtum brachten. Selbst als scharenweise Siedler aus Morley nach Serkonos strömten, fanden die Abeles die richtige Mischung von Wachstum und Erhalt der serkonischen Kultur. In späteren Kapiteln werden wir näher auf die Zeit unter Theotanis Abele, dem Wahnsohn von Serkonos, eingehen. Wie kein anderer vor ihm konnte der tapfere und gütige Theotanis den Osten und Westen hinter sich vereinen. Selbst die rauen Bewohner von Pastilan schworen ihre Treue. Eine Insel, ein Serkonos, vereint unter Haus Abele. Und zu guter Letzt widmen wir uns Luca Abele, dem amtierenden Herzog, bekannt für seine Feste und Feierlichkeiten und für die Freude, die er auf unseren prächtigen Inseln brachte. Mhm. Da ist irgendwas komisch, echt. Da ist wirklich irgendwas grob komisch. Hier noch was zufällig? Was war da? Kerze löschen. Ja, uns brennt noch was ab. Was haben wir hier? Das hatten wir schon. Wir sind ja da bei der Luke rein. Gut, dann werden wir, denke ich mal, weitergehen und so. Warte, eins möchte ich noch kontrollieren. Habe ich jetzt... Na. Habe ich noch nicht. Versaut. Habe ich noch gar nicht versaut. Aber, ja, irgendwie, den gibt's halt nicht wirklich, ne, da auf dem Schiff. Bin ich mir recht sicher. So. Dann würde ich sagen, gehen wir es doch einfach an, oder? So, wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie jetzt da rauf? Hä? Wo ist sie denn hin? Frau Captain? Wo ist sie denn hin? Irgendwie verschwindet. Ach so. Okay, sie ist ab. Sie ist sowieso tschüss und so, ne? Und das heißt, wir werden jetzt auch tschüss und so machen. Neue Reiseprotokoll-Eintrag mit J. Okay. So.
Eingetroffen, das hatten wir schon. Institute, ich glaube, das sind wir. Diese Kapitänin Megan Foster, sie hat mir geholfen, dem Staatsstreich zu entkommen, aber sie schaut mich verächtlich an, wenn sie glaubt, dass ich nicht hinsehe. Fürs Erste ist sie alles, was ich habe, obwohl ich hoffe, dass Anton Sokolov bald zu uns stoßen wird. Mein alter Lehrer, der schärfste Geist im Kaiserreich, redet gerne schmutziges Zeug, wurde entführt. Megan sagt, er wurde zuletzt gesehen, als er vom Kronenmeuchler zum Edamant-Institut geschleppt wurde. Das ergibt für mich keinen Sinn, außer der Meuchler ist dort Patient. Vielleicht braucht er Medikamente oder irgendwas in der Art, aber wie kann ein geisteskranker Patient für den Herzog und Delilah arbeiten? Vielleicht weiß es die leitende Alchemistin des Edamir? Alexandria Hypotia. Sie führt das Institut seit Jahren und hat sich einen Namen damit gemacht, die Krankheit der Bergleute zu heilen. Wenn sie etwas weiß, werde ich sie zum Reden bringen. Und wenn halt der eine oder andere Finger rollen muss, bitte was? Erkenntnis, jawohl, Wartungsarbeiten, Audiographen haben wir den nächsten, Wissen. So. Und Karte, nach wie vor, meh. So. Zack, bumm, tschüss. Ich würde sagen, wir hauen ab, oder? Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Ich glaube schon, ja, wir sind bereit. Auf in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden. Mhm. Gute Idee. Am Rande der Welt. Immer noch Kapitel 2. Finde die Edamir Station und nimm einen Wagen zum Edamir Institut. Dies ist deine heißeste Spur, um den Kronmeuchler aufzuspüren. Großartig. Edamine, so heißt es, ne? Entschuldigung. Edamine. So. Was? Hör auf, wie kann nicht entdeckt worden sein? Nach Edamire geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Ich sehe schon dieses komische Teil da, ne? Das der führt uns direkt Herzog darüber. Der von Sarkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit super. Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Edamire. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Im Edamire vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag okay. Sie. Dann bis später beim Edamire. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Ist das normal, dass das Wasser so rot ist? Ziel erreicht. Warte. Finde den Schwarzhändler. Tatsächlich ist das abgebrochen? Da wäre echt auf dem Schiff ein Schwarzhändler gewesen. Das Edamire in der Ferne. Scheiße. Das hätte ich aber schon gern. Das hätte ich gesagt, das hätte ich schon gern gefunden. Wo wäre der gewesen? Willkommen in Karnaka, Fremder. Hallo. Brauchen keinen Gesichtsschutz. Im Hafen gibt's nicht viel Staub aus den Bergwerken. Das nicht, aber bitte rinnt da Blut raus? Oder ist das Eisen? Das ist Blut, oder? Ich hol morgen Zigarren. Willst du eine kaufen? Nee, diesmal nicht. Achtung! Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Whale. Nein, steht nicht im Register. Vielleicht ein neuer Importeur aus Morley. Wir warten ein, zwei Tage.
Und wenn sie dann immer noch da ist, sag ich einem Freund in der Garde, mit einer Einheit an Bord zu gehen. Falls sie auf Schmuggelware warten, haben sie die bis dahin eingeladen. Der hat große Hände. Nicht schlecht. Kriegen wir was vom konfiszierten Zeug ab? Ja, wir verkaufen es billiger an ein anderes Schiff und teilen den Erlös. Vergiss mich nicht. Ich schaue mich nur kurz ein bisschen um. Da ist sicher der haufenweise Zeugs versteckt. Vielleicht noch ein bisschen. Foto machen. Ah, von da drüben. Okay. Das Licht ist unglaublich, aber ich werde noch blind. Ja. Dann pass mal lieber auf dich auf, meine Gute. So, was haben wir hier noch Schönes? Da ist sicher wieder Zeugs versteckt, ne? Bananen. Köstliche Bananen. Ich meine, ich vertraue meinem Metzger. Aber wie kann er sicher sein, dass in meinem Steak keine Larven hocken? Ich glaube es gut durch. Ganz einfach. Schmeckt wie Schuhleder. Aber besser als Blutfliegenlarven zu essen. Ich kaufe nur Fleisch, wenn das Tier vor meinem Ihr Gesicht Augen ist. Hallo. Der Garde wird auch nicht gefallen. So geht's. Doch, doch, das passt schon so. Was haben wir denn da? Notiz für Pyrlos. Wenn du diesen Brief liest, bist du wirklich ein Esel. Du wolltest ja nicht auf mich hören, sondern unbedingt nach Karanka kommen. Gut von mir aus, aber Kamina und ich sind nicht mehr hier. Wir verschwinden, sobald wir das Geld haben. Du sagst, du hast fast dein ganzes Leben hier verbracht und kennst die Stadt. Aber ich sag dir, du hast keine Ahnung. Den Scheiß weißt du. Die Stadt hat sich verändert. Als der Sohn vom Herzog übernommen hat, ging der Ärger los. Zuerst war nur Chaos. Neue Steuern, neue Gebühren. Manche Stadtteile wurden schwer bewacht und den anderen hat sich die Garde nicht blicken lassen. Dann wurde es richtig dreckig. Leichen in den Gassen. Die Heuler drehen durch. Blutfliegen schlimmer denn je. Und was macht der Herzog? Lässt hart durchgreifen und die Garde prügelt jetzt die Leute auf der Straße tot. Alle, die sie nicht leiden kann oder nicht kennen. Ich hab dir doch gesagt, komm nicht nach Karanka. Viel Glück. Du kannst nicht behaupten, ich hätte dich nicht gewarnt. Super, und der Part ist auch wieder zu Ende. Ach Gott, die Leute, ne? Hafenviertel, da haben wir eine Karte, ne? Eins ist Anleger, zwei Lichtwand, drei Aufseherbüro, vier Ettermeier Station. Da müssen wir hin. Okay. Na toll. Auf jeden Fall beenden wir jetzt mal den Part. Es sind schon wieder die 30 Minütchen. Und werden dann im nächsten Part schauen, dass wir hier rüber. Darüber müssen wir, ne? Irgendwie. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!